Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge. Und es geht heute in den Turm ohne Ende. Die Goldgrenze habt ihr gerade eben gesehen, liegt bei circa 1004 Meter. Ich hoffe, ich habe es richtig erkannt. Was beim Turm ohne Ende eine ganze Weile dauert, weil ihr wisst ja, Turm ohne Ende, die Runden gehen immer sehr, sehr lang, weil man halt eben in den Meterzahlen sehr, sehr langsam aufsteigt, beziehungsweise halt auch bei manchen Feldern halt eben auch wieder ein bisschen zurückrutschen kann. Nichtsdestotrotz, von der Schwierigkeitsgrad her ist es heute mittelschwer, würde ich sagen. Die Elemente, die der Zufallsgenerator hierfür eingebaut hat, sind nett gewählt, aber hier gerade am Anfang, gerade diesen Wechsel hier einzubauen, ist natürlich gerade für Anfänger natürlich ein absoluter Graus, schon in der unter der ersten 200 Meter. Hier haben wir schon die erste Pause, bekommen hier wieder ein Seilspiel mit Schlag, alles kein Problem. Worauf sollte man beim Turm ohne Ende besonders achten? Achte darauf, möglichst alle violetten Looms einzusammeln. Das heißt, die sagen euch eigentlich fast immer an, welches der richtige Weg ist und wann man besonders gut springen sollte. Worauf ihr nicht vertrauen solltet, wäre einfach nur in die Wildnis reinzuspringen. Das bringt manchmal nichts. Hier habe ich ein bisschen Startproblem gehabt. Was auch noch oft hilft, wenn ihr einen Bumper benutzt habt, dann lasst am besten das Steuerkreuz los. Aus dem einfachen Grund, das kann eure Flugbahn beeinflussen. Und dadurch rennt man dann meistens auch manchmal über den Bumper drüber oder verfällt halt eben das Ziel, wo man ankommen soll. Ansonsten, wenn man an den Wänden gerade dran klebt, dann einfach nur das Steuerkreuz in die Richtung drehen, in die ihr gerade lauft, dann ist das alles kein Problem. So, hier drüber. Hier gehen wir auch wieder in die Schräge. Hier wieder das Wechselspiel, kennen wir noch vom Anfang, mussten wir da schon mal machen. Also alles auch recht bekannt. Hier im letzten Moment einfach dann auch wieder auf den Bomber klicken. Hier orientieren wir uns einfach wieder nur an den Looms. Ich lasse Steuerkreuz los. Gehe hier drüber. An den Wänden hier so spät wie möglich den Schlagknopf schlagen. Wenn ihr zu früh den Schlagknopf schlagt, kommt ihr zwar durch die Wand durch, aber verfällt den Bumper an der anderen Seite. Deswegen an der Stelle möglichst halt eben so spät wie möglich den Schlagknopf drücken. So, wir sind bei der 800 Meter Pause und es ist nicht mehr weit, 200 Meter fehlen uns noch. Hier drüber einmal Bumper, hier unbedingt das Steuerkreuz loslassen. Da hat es mich öfters mal an der Wand verspult in früheren Runden und ja, das müsst ihr nicht unbedingt miterleben. Aber inzwischen weiß man das ja alles, somit macht man das eigentlich schon fast intuitiv. Hier das gleiche nochmal. Drüber, jetzt kommt der Wand mit Schlag, hier wieder der Seitenwechsel, drüber, über die Ringe drüber, möglichst schnell, hier auch wieder nach oben und es fehlen uns nur noch 4 Meter, hier der Wechsel, hier ein ganz schneller Wechsel drüber und das sollte eigentlich Gold gewesen sein, wenn ich es richtig sehe, Schlag, Schlag. Der Wechsel ist immer sehr gemein und wird meistens immer so als die ungefähre Goldgrenze, weil da kommen die wenigsten halt eben durch, wenn man es nicht gut genug geübt hat. So, hier drüber, über den Bumper und weiter hoch. So, hier wieder ein schneller Wechsel. Über den Ring kennen wir auch schon und im letzten Moment über die Lungs weiter hoch. So, hier auch wieder drüber. Und jetzt kommt hier ein ganz schneller Wechsel. Ihr seht, wie schnell da der Bumper gedrückt wurde. Und hier möglichst schnell hoch und in dem Moment, ja, zügere ich ein bisschen zu lang und bekomme daher nur 1275 Meter. Ich hoffe trotzdem, es hat euch was gebracht. Wenn ja, gebt einen Like. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!